Und herzlich willkommen zu meinem. So, jetzt bin ich so raus, dass ich es nicht mehr sicher weiß. Oh, Sekunde. Wisst ihr was? Ich zieh's durch. Hey, Mom. Ja, natürlich. Ich bin ja auch gerade mitten im Videodreh. Du bist gerade live on air. Ich bin. Nee, ich habe nur ein paar Sekunden. Es ist ein Freitagsvideo. Heute sind wir am Freitag. Okay. Bis dann. Tschüss. Entschuldigt. Ich wollte nur kurz meiner Mutter Bescheid geben, dass ich aufgestanden bin. Ja, aber herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und bei mir ist es immer noch derselbe Tag wie die letzten Videos. Aber hier kommt jetzt meine Harvest Moon, Licht der Hoffnung Review. Und meine persönliche Meinung und ein paar Tipps für alle, die das Spiel anfangen wollen. Also, ich habe das Spiel damals... Oh, guck da! Da ist ein Bild von den Schafen und so. Die sind so süß. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel angefangen vor ungefähr 4-5 Tagen. Und habe angefangen mit dem Wissen, dass es eine nette junge Dame gab, die hat ein Tippvideo gedreht und in dem Video hat sie gesagt, im Grunde genommen bringt die Landwirtschaft in dem Spiel nicht sehr viel. Also ich habe euch ja schon im letzten in einem Video erzählt, um was es geht, aber ich sollte es vielleicht erst noch. Also Harvest Moon, Licht der Hoffnung, um euch mal kurz ein bisschen, ich lese euch jetzt mal ganz kurz vor, doch nicht wundern, denn es stockt, ich bin kein guter Vorleser. Auf der Suche nach einem neuen Anfang treibst du in einen kleinen Hafenstadt, die von einem Sturm zerstört wurde. Die Stadt ist verlassen, aber du liebst Herausforderungen. Es liegt an dir, bei Wiederaufbau der Stadt zu helfen und das Geheimnis des Leuchtturms zu lüften. Aber es wird nicht einfach. Das ist die Story. Und ja, ich kann Folgendes sagen. Ich muss jetzt gleich mal, also für mich persönlich, ist das Spiel sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht und es hat vor allem auch wirklich, ja, es hat wirklich das, was es sollte, getan, nämlich mich beschäftigt und hat auch wirklich einen tollen Inhalt so für mich gehabt. Und ich habe auch wirklich Spaß daran gehabt. Habe ich das jetzt schon gesagt? Ja, habe ich. Egal. Ich habe auf jeden Fall Freude daran gehabt und es war auch wirklich gut für mich, so in diesem Sinne. Jedoch, und es ist etwas, was eben wirklich alle an dem Spiel bemängeln, es ist sehr teuer im Spiel. Also das Spiel an sich ist sehr billig, das verhältnismäßig für ein PlayStation-Spiel 30 Euro. Da gibt es andere, die kosten 40 mehr und sind schlechter. Also, ja, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe ein viel schlechteres gekauft. Das hat viel mehr gekostet und ich habe es viel mehr bereut, aber gut. Und ja, und auf jeden Fall ist es so, das Licht der Hoffnung ist teuer. Also man beginnt sozusagen und bekommt vom Spiel nur ein Haus und ein paar Kohl oder irgendwelche Samen, damit man eben etwas ausstreuen kann. Und dann soll man damit die Landwirtschaft betreiben. Und ja, das ist dann aber so, dass man für den Kohl nicht viel Geld bekommt. Und man soll gleich erstmal Häuser aufbauen und Brücken aufbauen und sowas. Und dann denke ich mir, dann habe ich mir so gedacht, Dann kommen halt die ersten Dorfbewohner und man erfüllt die ersten Aufgaben, hat so die ersten Gelder eingesammelt und hat auch so die ersten Materialien und dann kann man eben sich die anderen Dorfbewohner mitholen, also die Häuser aufbauen. Und ja, und jetzt mein Tipp. Es klingt jetzt total doof, aber mein Tipp ist, das Restaurant könnt ihr als letztes aufbauen, weil das braucht ihr sehr spät. Glaubt mir, das braucht ihr wirklich erst sehr, sehr spät. Wichtige Häuser, die ihr aufbauen solltet, sind zum einen das Haus von Gas. Das ist das Haus, in der Nähe von den Minen. Und das Haus von Sally oder Sam oder wie auch immer die heißt, entschuldige, die kommen jetzt gerade nicht mehr drauf, die mit ihrer Tochter. Und das ist das Haus, wenn ihr direkt, wenn ihr habt drei Gebiete am Anfang, glaubt vier Gebiete frei.
Und wenn ihr in die Stadt runtergeht, also in die Stadtmitte, wo auch die Riesenglocke ist, ihr werdet, wenn ihr das Spiel spielt, werdet ihr wahrscheinlich bald verstehen, was ich meine, ist es das Haus, das, wenn ihr ganz nach unten lauft, fast bis zum Ding, und dann da ist so eine kleine Brücke, und da ist dann so ein Haus, das ein bisschen verfallen aussieht. Wenn ihr dieses Haus als so wieder aufbaut, dann bekommt ihr Sally und die gibt euch dann ein paar Sachen. Und das nächste Haus, das ich euch dann empfehlen würde, wäre dann das große, prachtvolle Haus von dem Aristokraten, weil der gibt euch eine Angel. Und glaubt mir, das bringt euch am Anfang viele Angeln. Oh, ja. Aber am wichtigsten für mich war das Haus von Gas und die Minen bald aufzumachen, weil von Gas bekommt ihr dann einen Hammer und dann könnt ihr dort Edelsteine und so sammeln. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, vom Ackerbau werdet ihr nicht reich und von der Viehzucht auch nicht, aber von Minenarbeit werdet ihr immer reich. Also ich mache immer bei meine Mutter und ich, wir machen jetzt schon den Witz, ich bin ständig in den Minen von Moria, so wie ich sie immer nenne, weil ich da echt jeden Tag mindestens 5 Mal drin bin. Und das nur, weil eben die Sachen echt teuer sind. Und wenn man dann halt Edelsteine hat und sowas wie, ja, wie Diamanten oder Saphir und so findet, da kriegt man halt viel mehr raus, als wenn man ein ganzes Feld pflügt. Das ist echt wahr. Und außerdem ist Pflügen und alles anfangs echt anstrengend, weil eure Werkzeuge sind so schlecht. Und deswegen mein nächster Tipp, und das ist wirklich so ein Tipp, den ich habe, die zwei Werkzeuge, die für mich persönlich am wichtigsten geworden sind in dem Spiel, waren die Hacke und der Hammer und die Axt. Das sind drei. Ich habe mich vorher verwirrt, aber gut. Aber die wichtigsten sind die Hacke und der Hammer. Weil die Axt könnt ihr dann ausbauen und dann habt, also wenn ihr dann, die braucht ihr wahrscheinlich nicht so schnell, weil Hartholz ist nicht so wichtig am Anfang. Irgendwann, wenn ihr dann in der Story fortfahrt, dann kommt so ein Moment, wo es wichtig wird. Aber glaubt mir, wenn ihr die Hacke ausgearbeitet, also weitergemacht habt und das Holz und dann Hammer, entschuldigt. Dann ist es auf jeden Fall besser. Ja, und dann würde ich euch noch so als Tipp mitgeben, so an die Hand, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, legt euch irgendwann ein Tier zu. Die Tiere. Also eure Scheune und euer Ding sollten fertig sein und dann solltet ihr euch schnell ein paar Tiere zulegen, weil ihr werdet ständig nach irgendwelchen Wolles oder irgend sowas gefragt. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, es ist anstrengend, das dann erst im Nachhinein zu machen. Ich versuche immer die ganzen Aufträge, die Stadtbewohner haben, so schnell wie möglich von meinem List wegzubekommen, weil die sammeln sich an und sie werden trotzdem immer und immer mehr. Und ich habe jetzt wirklich schon viel gemacht und habe gerade mal 16% der Aufträge erfüllt. Also, da habt ihr zu tun, glaubt mir. Und die schicken euch auch teilweise mit Schwachsinnsaufträgen los. Also, ich hatte vor kurzem den Auftrag von einem bekommen, ich soll ihm doch Hartholz und weiches Holz bringen und als Belohnung bekomme ich dafür 10 Holz. Wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe: Okay, ja, nee, ist unklar, aber gut. Ja, was kann ich euch noch zu dem Spiel sagen? Also für mich persönlich, der schwierigste Teil ist halt, wie gesagt, ihr braucht ständig irgendwelche Materialien, es ist unglaublich teuer, aber wenn ihr einfach dran bleibt und euch wirklich dann auch so, wenn ihr einfach euch zum Beispiel einfach jeden Tag ein Ziel setzt, ich möchte heute den Hammer ausbessern oder ich möchte heute das Schaf gerne groß bekommen oder eben sowas, dann glaubt mir, wenn ich euch sage, dann wird es einfacher und dann macht es auch Spaß. Und was ich auch sagen kann, ist, wenn euch einer einen Tipp gibt, also im Sinne von, ich brauche das und das, dann hilft es leider nichts, wenn ihr dann zum Beispiel bei dem Eselfell gutes Eselfell oder bestes Eselfell bekommt, weil der will dann wirklich Eselfell. Und das ist dann schon nervig, weil dann habt ihr eure Tiere schon so gut gepflegt, dass die euch unglaublich gute Materialien geben und der andere will dann einfach das schlechtere Material. Also, ja, das war eigentlich alles, was ich so auf die Schnelle sagen kann. Was ich noch sagen kann, ist, Fische fangen ist auf jeden Fall auch sehr lukrativ und ich fand es in dem Spiel einfacher, muss ich zugeben, als im DS-Spiel. Also, da fand ich es teilweise nerviger, dieses Fische fangen und ja. Ja,
Das war eigentlich alles, was ich euch hierzu sagen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht so das Riesenspiel, hat auch nicht unbedingt den Rieseninhalt, aber man kann sich damit wirklich gut beschäftigen und die Zeit vergeht. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt, was ihr dran gut findet, was euch nervt oder wollt ihr es mal testen oder wollt ihr es nicht testen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Weihnachten, weil in 4 Tagen ist Weihnachten und dadurch, dass heute Freitag ist, sehen wir uns davor nicht mehr. Also alles Liebe zu Weihnachten und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere von meinen Geschenkideen profitieren konnte. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit und ich hab euch lieb. Bis bald. Tschüss.